Seit den 1980er Jahren wachsen die Schulden viel schneller als die Wirtschaft, also traten die Notenbanken auf den Plan und haben faktisch diese Tatsache, nämlich dass die Schulden schneller wachsen als die Wirtschaft, kaschiert, haben dann als Ursünde gewissermaßen die Zinsen abgeschafft, dadurch stiegen die Vermögenspreise, dadurch stiegen auch die Ungleichheiten in der Gesellschaft, die Besitzenden wurden immer vermögender, die Armen hatten nichts von dieser Vermögenspreisinflation, traf dann oder waren dann belastet durch die reale Inflation, die eben durch dieses massive Gelddrucken der Notenbanken faktisch erzeugt wurde. Dann stiegen die Zinsen, das wiederum trifft vor allem diejenigen, die nichts und wenig besitzen, weil die Vermögenden eben Vermögen haben und dadurch Zinserträge bekommen können. Und jetzt in dieser Situation sehen wir, wie aufgrund des Anstiegs der Zinsen die Wirtschaft jetzt deutlich abkühlt. Das gilt für Europa, das gilt aber auch für die USA. Und jetzt in dieser Zeit, wo die Wirtschaft abkühlt, hat man das Gefühl, die gesellschaftliche Spaltung, die setzt sich noch fort. Es ist eine Art Klassenkampf ums Klima, könnte man sagen. Es will eine Minorität im Grunde den Umbau der Gesellschaft von einer Industrienation zu einer grünen, nachhaltigen Nation. Das sind diejenigen, die auch am wenigsten zu verlieren haben durch diese Transformation, während diejenigen, die sozusagen die negativen Auswirkungen spüren, nämlich jene, die in der Produktion tätig sind, die sehen müssen, dass ihre Firma schließt oder ins Ausland verlegt wird, die sind sozusagen die schweigende Mehrheit, die sich unwohl fühlt. Das sehen wir dann im Anstieg von rechten Parteien wie der AfD hier in Deutschland, weil die sagen sich, ich habe sonst keine Stimme. Das sind wahrscheinlich nicht alles wirklich heftige AfD-Anhänger, aber sie sehen keine andere Chance, irgendwie ihren Protest zu äußern. Und ein Soziologe hat diese Auseinandersetzung, die derzeit tobt, als Klassenkampf ums Klima im Werden bezeichnet. Also ein Kampf zwischen denjenigen, die diese Transformation von einer sehr schnelle Transformation inmitten einer Energiekrise hin zu einer grünen, nachhaltigen Nation vorantreiben. Das sind diejenigen, die am wenigsten davon zu fürchten haben. Und wir schauen uns diese Gemengelage mal an. Steigende Aktienmärkte, die eben jetzt wieder hoffen, dass die Zinsen, die ja gestiegen waren, jetzt wieder sinken, sodass noch mehr Liquidität ins System geschüttet wird und man setzt alles auf die großen Tech-Werte und das, obwohl Nvidia heute nach den Zahlen fällt, wie wir hier sehen. Das ist auch eine Folge von Call-Optionen, die sozusagen hier jetzt rausgepresst werden. Nicht dramatisch der Fall von Nvidia, aber immerhin hier titelt etwa Bloomberg, Nvidia fails to satisfy lofty investor expectations. Also die hohen Erwartungen sind vor allem, was die Umsatzerwartung betrifft, nicht erreicht worden. Und das, obwohl Nvidia 159 Mal im Earnings Call das Wort künstliche Intelligenz erwähnt hat. Also man hätte vielleicht 200 Mal erwähnen müssen, dann wäre die ganze Geschichte besser gelaufen. Aber es ist eine unfassbare Konzentration in den Märkten. Alles sozusagen strömt in diese Tech-Werte unter dünnsten Volumen, wie wir heute sehen. In den USA ja morgen Feiertag, Börse geschlossen, nur die Futures auf. Am Freitag ein verkürzter Handelstag, aber das Volumen heute extrem gering. Schon gestern nur 48 Millionen Kontrakte im SPY. Durchschnitt ist so 80, 85 Millionen, also das Doppelte. Heute kommen wir vielleicht so auch auf 40, 45. Und wir sehen die großen Gewinner wieder Microsoft, Amazon. Verlierer heute Tesla und Nvidia. Also es ist das immer gleiche Spiel, könnte man sagen, während gleichzeitig das Angstbarometer, wenn man so will, nämlich der WIX, auf den tiefsten Stand des Jahres fällt mit unter 13. Das bedeutet, dass das Bedürfnis nach Absicherungen so gering ist, deswegen fällt der WIX, deswegen ist es unglaublich günstig, sich jetzt zu hedgen, wenn man ein Long-Portfolio hat. Und CTAs, also amerikanische Vermögensverwalter, die haben jetzt im Volumen von 153 Milliarden Dollar in den letzten Tagen Aktien verkauft, in gewissermaßen die Weihnachtsrallye schon mal jetzt zelebriert, schon im November. Goldman Sachs sagt, also in jedem Fall werden die verkaufen, komme was wolle.
denn deren Modelle sind so gestrickt, entweder sie müssen kaufen oder sie müssen eben verkaufen. In nächster Zeit werden sie verkaufen und wir sehen Nasdaq und S&P nur 2% oder etwas weniger als 2% unter ihrem Allzeithochs, während die meisten Aktien verloren haben, sichtbar im Russell, der 24% unter seinem Hoch ist. Und das ist so ein Stück weit ein Sinnbild auch für die Gesellschaft. Es gibt einige wenige, die gewinnen und viele, viele, die verlieren. Hier sehen wir mal, Investors pushed Tech Exposure to Fresh Highs. Also man hat hier die Exposure zu neuen Hochs getrieben in Sachen Big Tech. Und der November könnte einer der besten November ever werden mit einem Anstieg von 8,2%. Das gab es nicht sehr oft, nur 6 Mal seit 1928 und alle werden immer optimistischer, erwarten neue Rekorde im S&P 500. Und das in einer Situation, wo die Fed jetzt in einer schwierigen Lage ist, denn die Märkte sagen sich, wir wollen die Fed bald zu Zinssenkungen zwingen. Jetzt entweder, wie Bob Elliott es hier formuliert, wird sie die Zinsen stabil halten, also hochhalten, dann würde man sagen, das ist aber zu hawkisch. Oder sie wird dann bei einer wahrscheinlich sehr schwach werdenden oder immer schwächer werdenden Wirtschaft dann irgendwann die Zinsen senken, dadurch wieder die Inflationsrisiken erhöhen. Also entweder lässt sie die Zinsen lange unverändert, was die Fed uns ja versucht immer zu erzählen, auch die EZB, oder sie senkt die Zinsen, um dann die Inflationsrisiken wieder zu steigern. Das haben wir oder sehen wir in den Fed Fund Futures, wie die Märkte davon ausgehen, dass die Zinsen eben sinken und alle sind jetzt wirklich an Bord. Null Absicherung auch bei Einzelaktien. Ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt und all das vor dem Hintergrund, dass wir dann auch noch problematische Konjunkturdaten bekommen seitens der beiden Regierungen in den USA. Hier sind die Erstanträge deutlich geringer ausgefallen als auf Arbeitslosenhilfe, aber nur weil die seasonal adjusted waren, also saisonal adjustiert. Wenn dem nicht so gewesen wäre, also wenn die praktisch roh und einfach und normal berechnet worden wären, dann hätten wir den höchsten Stand seit Juli, dann wären also die Erstanträge deutlich nach oben gegangen. Also auch hier wieder zweifelhafte Statistiken, muss man sagen. Und für die Wall Street insgesamt wird jetzt wichtig, wie der Konsument agiert an Black Friday, eben jetzt an diesen für die Amerikaner so wichtigen Tagen. Wir haben ja viele Einzelhändler in den USA gehabt, die berichten, dass der Konsument immer schwächer wird. Nordstrom heute, die sagen, das sieht jetzt nicht mehr so gut aus. There's a dark cloud hanging over Black Friday, wie CNBC formuliert. Also die Aktienmärkte stellen sich ja vor, die Zinsen sinken, aber die Wirtschaft, die bleibt gleichzeitig super. Das ist sozusagen ja dieses Goldilocks-Szenario, das man sich erträumt. Und von Träumen sind wir nicht nur im Fußball in Deutschland sehr weit entfernt, sondern auch bei der Wirtschaft. Jetzt sehen wir, dass Ökonomen ihre Forecast, ihre Erwartung für das deutsche Wachstum deutlich nach unten genommen haben, nach dem Urteil des Verfassungsgerichtes, dass ja dieses Sondervermögen von 60 Milliarden Euro erstmal auf Eis gelegt hat. Und viele argumentieren, Mensch, diese Schuldenbremse, das ist doch totaler Quatsch. Unsere Schulden sind doch relativ gering gesehen. Das stimmt, wie Diego Fastnacht sagt, aber nur auf den ersten Blick, weil man nur die nominale Schulden sich anguckt, nicht aber die impliziten Schulden, also die Zahlungsversprechen etwa des Staates an Renten und so weiter und so fort. Wir haben in der Rentenkasse ein riesiges Loch, das durch Steuermittel aufgefüllt wird bei einem gleichzeitig immer stärkeren demografischen Wandel im Gesundheitssystem, auch demografischer Wandel, Pflegeversicherung, Sozialversicherung, Staatsbürgerschaftsgarantien für die EU und so weiter. Und Bernd Raffelhüschen sagte, wenn man diese implizite Verschuldung mit dazu rechnen würde, dann wäre die Verschuldung Deutschlands sogar noch stärker als die Italiens und Griechenlands. Und was will man also jetzt tun in der Bundesregierung? Man überlegt, wie man sozusagen das Ganze wieder mal irgendwie, außer Kraft setzen kann durch die Erklärung eines Ausnahmezustands, einer Notlage. Wir sind also schon sozusagen in einem Zustand eines permanenten Ausnahmezustandes, eines ewigen Ausnahmezustands. Jetzt will man offenkundig durch rückwirkende Erklärung einer Notlage diese ganze Geschichte dann irgendwie noch hinbiegen. Das ist schon sehr, sehr bedenklich. Und wir erinnern uns, dass Kanzler Brüning damals vom Zentrum
auch als einer der Wegbereiter, unfreiwilligen Wegbereiter des Nationalsozialismus galt, sozusagen mit für das Scheitern der Weimarer Republik verantwortlich war, weil er eben mit Notverordnungen regiert hat. Das ist wirklich ein sehr problematisches Mittel. Und einst hat Willy Brandt gesagt, wer einmal mit dem Notstand spielen sollte, um die Freiheit einzuschränken, hier geht es erstmal nur um finanzielle Mittel, aber Freiheitseinschränkung ist auch schon ein bisschen dabei, wird meine Freunde und mich auf den Barrikaden zur Verteidigung der Demokratie finden. Und dies ist ganz wörtlich gemeint. Schade, dass Willy Brandt nicht mehr unter uns ist. Der würde vielleicht hier das eine oder andere dazu sagen, so wie etwa der Soziologe Steffen Mau, der sagt, die Klimapolitik, das ist ein Klassenkampf im Werden. Und das große Problem ist eben diese Spaltung in der Gesellschaft zwischen denjenigen, die das Ganze vorantreiben, nämlich diese Transformation weg von einer Industrienation, die ja bisher unseren Wohlstand gesichert hat, während er hier der Soziologe Mau sagt, dass die Ökologie der Arbeiterklasse fast nie vorkommt. Mau hat auch Untersuchungen angestellt zu verschiedenen Milieus und sagt, das grüne Milieu ist im Grunde am homogensten, weil die sich mit Leuten vor allem umgeben, die eben ähnlich denken wie sie. Die haben schön ihren Tesla, die haben ihr Lastenfahrrad und so weiter und sind meistens in leitender Position, verdienen gut Geld, die haben wenig Risiko durch diese Transformation der Gesellschaft, während ein Stahlarbeiter, einer, der in einer Fabrik arbeitet, natürlich da ganz andere Themen hat. Es wird ja oft gesagt, naja, Klima, also energieintensive Produktion müsste dann halt raus aus Deutschland. Das ist natürlich dann so, dass diese Arbeitsplätze verschwinden, das Know-how verschwindet, aber nicht nur das, sondern im Ausland würde dann in der Regel auch weniger klimafreundlich produziert oder klimaschädlicher produziert, wenn man diese Fabrik irgendwo anders macht, wo die Vorschriften und Technologien vielleicht noch nicht so weiterentwickelt sind. Aber das ist somit das ganz, ganz große Thema, diese Spaltung der Gesellschaft, die sich immer weiter jetzt beschleunigt, hat man das Gefühl, so ein bisschen 1920er, 1930er Jahre nochmal noch im Mini-Format, aber schon irgendwie so in diese Richtung gehend. Und wir sehen hier etwa, wenn Sie hier mal gucken, ich schiebe das hier mal rüber, dann sehen Sie, dass etwa Schulden schon mal der drittgrößte Posten im Bundeshaushalt sind, nämlich mit 8,7% neben Arbeit und Soziales, das über 38,5% schon ausmacht. Also das ist sehr stark dieser Sozialstaat, der derzeit der Fall ist. Es werden eben höhere Sozialausgaben, wie wieder Diego Fastnacht hier sagt, finanziert und sehr wenig investiert. Das sehen wir bei der Deutschen Bahn und so weiter, Brücken, die verfallen. Also das sieht man ja wirklich plastisch vor sich. Man hat Investitionen vernachlässigt und sozusagen die Sozialausgaben, Konsumausgaben immer weiter nach oben gebracht. Und das ist sozusagen das strukturelle Problem, das wir derzeit in Deutschland haben. Und jetzt hier ein Kommentar auf Finanzmarktwelt, den ich sehr bemerkenswert finde. Deutschland ist und war in vielen Dingen eine zu spät gekommene Nation. Das waren wir schon im Kolonialismus. Da wollten wir dann auch einen Platz an der Sonne im 19. Jahrhundert. Wir waren ein Spätkommer in Sachen Demokratie. Jedenfalls mit dem Verlust der finanziellen Stabilität wird auch die politische Stabilität fragil. Das sehe man schon in anderen Ländern. Und diese Instabilität führt wiederum zum Scheitern der geplanten grünen Transformation, weil die Prozesse, die länger als eine halbe Legislaturperiode dauern, nicht mehr zum Erfolg geführt werden können. Und das wiederum wird dazu führen, dass diese Politik scheitert. Wiederum, das ist toxisch für ein parlamentarisches System. Und es geht um die Zentrifugalkräfte innerhalb einer Industrienation. Also wir driften immer weiter auseinander. Und die FDP ist sozusagen die Partei, die irgendwie gar nicht so in diese Koalition passt, in diese grüne Transformation passt. Man ist einfach zu weit auseinander mit den Grünen. Das passt hinten und vorne nicht. Deswegen ist diese Koalition auch so labil. Und deswegen ist eben das große Problem, dass damit auch letztendlich unsere Demokratie gefährdet ist. Jetzt wollen die FDP-Mitglieder über den Verbleib in der Ampel abstimmen. Man kann davon ausgehen, dass die Mehrheit sich dagegen entscheidet, aber das Ganze ist nicht bindend. Aber vielleicht werden wir doch in nicht allzu langer Zeit Neuwahlen erleben. Wir werden es sehen.
Und wir haben ja das Problem, dass diese Transformation so schnell gehen soll. Das, was die Grünen wollen, in einer Energiekrise jetzt alles auf eine Karte zu setzen, Wind und Solar und als Backup-Technologie dann vor allem LNG, also schmutziges Fracking-Gas. Jetzt aber kann es sein, dass aufgrund des Geldmangels, den jetzt die Bundesregierung hat, man wieder die Kohle deutlich rauffahren muss, dass dieser Kohleausstieg 2030 nicht funktionieren wird. Und das EU-Parlament hat heute mit großer Mehrheit, nämlich 456 Stimmen gegen 153 Stimmen, entschieden, Kernenergie als Net Zero Industry anzuerkennen, also als fördernswerte, weil grüne Technologie, die kein CO2 ausstößt. Bekanntlich sieht das die Bundesregierung Habeck, Scholz natürlich ganz, ganz anders, aber in Europa sind die Machtverhältnisse da ganz anders gelagert. Das heißt, hier gehen wir Deutschen wieder mal einen Sonderweg und das wiederum führt dazu, dass unsere Industrie im Niedergang ist, gerade die klassischen Industrien. Gucken Sie sich mal die Bewertungen an der deutschen Autoindustrie, KGV zwischen 2 und 7. Also das ist extrem günstig. Das Problem ist eben dieser Zwang, kann man ja schon sagen, der politisch vorgegeben ist zur Elektromobilität. Das trifft sozusagen die deutsche Autoindustrie ins Mark in gewisser Weise. Und eines der großen Probleme, das die deutsche Autoindustrie hat, ist nicht nur, dass man sozusagen in Sachen Elektromobilität nicht besser ist als die anderen, sondern dass prinzipiell hier ein Margenproblem immer größer wird, vor allem auch für Käufer von E-Fahrzeugen ein Problem immer größer wird, nämlich der Restwert ihres Autos. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, was noch auf uns zukommt. Warum? Weil einfach die Batterien mit Abstand das teuerste sind von diesen E-Fahrzeugen und die Batterien erschöpfen sich, müssen irgendwann ausgetauscht werden, dann kann ich fast das Auto schon wieder wegschmeißen, weil die Anschaffung einer neuen Batterie so immens teuer ist. Und so sehen wir, dass die Preise etwa auch für Teslas, für Gebrauchtwagen, die zwischen 1 und 5 Jahre alt sind, immer weiter fallen. Das ist sozusagen noch das nächste große Thema. Wer also sich ein Elektroauto kauft, der wird ein Problem mit dem Restwert haben. Aber bald darf es ja dann keine Verbrenner mehr geben. Also es ist ein Rattenschwanz, der sozusagen an dieser Transformation aus einer Industriegesellschaft, die fossil funktionierte und Wohlstand brachte, hin zu einer irgendwie sehr nachhaltigen, aber wahrscheinlich deutlich ärmeren Gesellschaft funktionieren soll. Und das trifft die wenig Besitzenden immer härter und die etwas mehr Besitzenden kann es nicht wirklich tangieren, hat man das Gefühl. Deswegen propagieren sie diese ganze Geschichte. Jetzt warnt aber die EZB nochmal explizit, wie auch einzelne FED-Mitglieder: Leute, ihr habt zu viel Euphorie wegen der Inflation, denn die Inflation dürfte bald wieder nach oben gehen, sagt die EZB. Warum, wieso, weshalb? Lesen Sie in diesem Artikel, den ich Ihnen als erstes empfehle. Und zweite Empfehlung: Wir erleben Schadenfreude in Italien über das Finanzfiasko in Deutschland. Die Deutschen sind ja immer als Lehrmeister aufgetreten gegenüber den Italienern und haben gesagt, also ihr seid sehr instabil, ihr habt starke Verschuldung, wir sind ja ganz sauber. Und jetzt ist Italien so ein bisschen, naja, Schadenfreude, wie es auch im Englischen heißt, herrschte da. Meloni war ja heute bei Scholz und musste sich wahrscheinlich ein kleines Lächeln unterdrücken. Das ist die zweite Empfehlung. Ich sage jetzt Servus, ciao.